Hallo zusammen. Ja, pünktlich zum 31. Also quasi Monatsende ist die Brand News Good News Brand News Good News Box angekommen. Da ist wie immer ein Artikel mehr dabei. Für 1 Euro mehr, oh, falsch rum. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Ihr habt eine Übersicht. Schön ist, man kann 20 Nutribullet Pro gewinnen. Den habe ich übrigens zu Hause. Ich arbeite ja für den Hersteller. Und dann schauen wir mal. Kellogg's Crunchy Nut Bites. Honey and Nut, also Honig und Nüsse. Dann haben wir Treats. Choco Peanut Müsli. Choco Hafer Crunch Cornflakes. Choco Peanuts Peanuts. Gesundheit, ja, cool. 450 Gramm, in den Kellogg sind 375 Gramm drin. Komisch, ne? Die Packung ist kleiner von den Trades, aber 75 Gramm mehr Inhalt. Also immer drauf gucken, nie drauf verlassen, was drin ist. Trombolin, Orange Wermut, natürlich kalorienarm, koffeinhaltig, natürlich bio und vegan. Traubensaftkonzentrat, aber Wermutextrakt. Muss doch dann Alkohol drin sein. Nö, ist aber nicht. Ohne Alkohol. Ja. Wermut ist doch mit Alkohol. Egal. Dann haben wir De Beukela Cereola Choc and Berry mit Kakaocreme und Müsli-Topping. Natürlich auch vegan. Ja, Kakao Fairtrade. Odenwald, Apfel und Erdbeer und Banane, Fruchtmuspause. Ja. Pürierte Früchte halt. Weißer Kandis. Dann haben wir von Hella Limo. Rhabarber, 6% Fruchtgehalt, ohne Süßstoffe. Ja, und dafür Zucker, auch wieder geil. Cheese-Soße, Chili-Cheese-Soße. Cool. Ich wollte sowieso die Woche nochmal Hamburger machen. Tritop. Tritop-Sirup. Cola-Mix. Ideal für Sprudelsysteme, ja. Verrat nur den Leuten, dass das nicht in den Sprudel reinkommt. Brotaufstrich, Mango, Süßkartoffel, habe ich die Tage gegessen, muss also in irgendeiner anderen Box schon drin gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr in welcher. War eigentlich ganz lecker. Bombay Brambi. Bombay Brambi? Brambi. Auf jeden Fall irgendein Gin. Blackberry, Raspberry. Also Beeren. Der übliche Riegel, Schoko-Cranberry mit Granatapfel, Share. Dein Kauf tut Gutes. Also immer ein Artikel, den man kauft, wird wohl eine Mahlzeit einem Menschen in Not bezahlt. Also irgendwie 100 Gramm Reis oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir noch Bitburger Herb 0,0. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Artikel. Relativ viel. Den Wert stelle ich euch in den ersten Kommentar. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche schon. Dann müssten die ersten beiden neuen Boxen kommen. Bis dann. Tschüss.